Die Ferien haben begonnen, meine Lieben, und damit auch die Urlaubszeit. Und zusammen mit Oki zeige ich euch heute 5 Gadgets für draußen und unterwegs. Viel Spaß! Ja, und heute mal ganz ungewohnt hier in einer anderen Location in Portugal. Auch wenn man das vielleicht gerade nicht unbedingt sieht, liegt einfach daran, dass ich hier in einem Airbnb sitze. Von daher wundert euch bitte nicht, das ist nicht mein Zuhause. Ist aber eigentlich auch ganz schön hier. Das erste Gadget, das habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen, und zwar ist es sowas hier, eine Powerbank. Ja, wer kennt das nicht? Es passiert meist in den abgelegensten Orten, da wo die Steckdose weit, weit weg ist. Ein kurzer Blick aufs Smartphone meldet Alarm, Akku leer. Das kann für den einen oder anderen schnell zur Katastrophe werden, und wem das mehr als einmal passiert ist, der weiß, mit Strom aus der Tasche hat man immer die ein oder andere Smartphone-Ladung mit dabei. Für mich gehört daher mittlerweile eine vernünftige Powerbank zum festen Reiseinventar dazu. Doch der Markt an Powerbanks ist riesig. Ich empfehle euch hier mein Lieblingsmodell. Meine persönliche Empfehlung ist das 20 mAh Modell mit USB-C und Lightning-Anschluss. Das Teil kommt darüber hinaus auch noch mit 3 USB-Anschlüssen, ja, und eben mit USB-C und Lightning, die in Kombination zusammen eher selten verfügbar sind, und hier lässt sich sogar an mehreren Anschlüssen gleichzeitig laden. Die Powerbank ist super flach und damit schnell und platzsparend im Rucksack verstaut. Außerdem verfügt sie über AI-Power und passt damit die Ausgangsleistung direkt an die zu ladenden Geräte an. Optimal bei dem Ding ist aber vor allem hier auch das Durchhaltevermögen. Ein iPhone X beispielsweise ladet ihr damit locker 6 bis 7 Mal auf, ein iPad Pro ungefähr 1,5 Mal, und das zu einem gewohnt fairen Preis von Oki, denn das Ding kostet rund 39 Euro. Wer komplett unabhängig von Steckdosen sein will, der schaut sich am besten mal die Solarladestation von Oki an, nicht zu verwechseln allerdings mit einer Bräunungshilfe. Dieses Modell mit einer Leistung von 21 Watt kommt im Vergleich zu vielen anderen Geräten dieser Art mit nur 3 Solarpanels aus, das reicht aber, um Smartphones und Tablets beispielsweise ganz problemlos zu laden. Super praktisch sind hierbei auch die integrierten Ösen, um das Panel beispielsweise am Rucksack zu befestigen, genial also für unterwegs. Außerdem könnt ihr die Matte problemlos auch am Pool aufstellen oder auch leichtem Regen aussetzen, denn die Panels sind gegen Wasser geschützt, das gilt allerdings nicht für die USB-Anschlüsse, also Vorsicht. Für das nächste Gadget müsst ihr ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, denn mit rund 110 Euro sind die T10 der Key Series das teuerste der hier gezeigten Gadgets. Doch abwarten, denn im Vergleich zur Konkurrenz ist das hier ein echter Preis-Leistungskracher. Im kompakten runden Case finden die In-Ears nicht nur Schutz, sondern werden auch gleichzeitig geladen. Das klappt entweder per Kabel oder sogar kabellos auf einer Wireless-Charging-Station, entweder der von Oki oder aber auch der jedes anderen Herstellers. Das macht sie zum perfekten Reise-In-Ear, denn egal ob im Flugzeug, Auto oder unterwegs, dank des kompakten Case passen die Kopfhörer wirklich in jede Tasche und sind theoretisch auch immer aufgeladen. Die T10 klingen darüber hinaus auch noch richtig gut und bieten für den Preis ordentlichen Musikgenuss mit satten Bässen. Noch besser ist die Navigation über die touchsensitiven Felder auf den In-Ears selbst. Ein Tab, zwei Tabs, navigiert wird ganz ohne das Smartphone. Nach 1,5 Stunden sind die Kopfhörer dann aufgeladen und ihr könnt locker 7 Stunden Musik hören. Und das Geile an der Geschichte ist, dass dann im Case nochmal so viel Energie steckt, dass ihr weitere 2,5 Mal aufladen könnt und dann genug Power habt, um einen ganzen 24-Stunden-Tag damit Musik hören zu können. Und damit sind sie auf jeden Fall auch den AirPods um einiges voraus von Apple. Und das nicht nur, was die Akkukapazität angeht, sondern auch der Passform. Denn dank 3 beiliegender Gummiaufsätze könnt ihr die Größe hier individuell festlegen. Das geht bei den AirPods ja leider nicht. Dank IPX5 Wasserfestigkeit sind die Teile im Übrigen auch im Regen geschützt. Schwimmen gehen könnt ihr damit natürlich nicht, aber eben im Regen braucht ihr die nicht in die Tasche stecken. Von mir gibt's für die T10 von Oki einen Daumen nach oben, auf jeden Fall. Besonders gefreut habe ich mich im Urlaub über den kleinen Knirps hier. Denn wenn im Apartment mal wieder eine Nachttischlampe fehlt, dann kommt die akkubetriebene LED-Lampe von Oki gerade richtig. Das Ding bedient eine Farbtemperatur von 2700 bis 6500 Kelvin und bietet sogar unterschiedliche Farben an. Die berührungsempfindliche Oberfläche lässt die Bedienung auch im Halbschlaf zu, an, aus oder sogar dimmen funktioniert so ganz easy. Dank des Micro-USB-Anschlusses hier auf der Unterseite, wenn ihr diese Gummilippe wegschiebt, könnt ihr die Dinger im Übrigen jedes Mal wieder aufladen und habt dann in der hellsten Einstellung bis zu 5 Stunden Betriebsdauer und in der dunkelsten bis zu 200 Stunden.
Dank IP67 ist die Lampe sogar wasserdicht und kann sogar schwimmen. Praktisch ist außerdem der beiliegende Karabinerhaken, um die Lampe beispielsweise am Rucksack festzumachen. Fazit: mit knapp 20 Euro ein echt praktischer Reisebegleiter. Zum Schluss gibt's noch mal was auf die Ohren mit dem Oki Eclipse Bluetooth Lautsprecher. Damit hatten wir im Urlaub wirklich richtig Spaß. Der stand eigentlich jeden Abend auf dem Tisch. Klein, schick und ein super Sound. Schon das Baumwollnetz macht richtig was her und grenzt sich daher auch so ein bisschen vom Look ab, im Gegensatz zu den sonst so futuristisch wirkenden Speakern von JBL oder Teufel beispielsweise. Klar, mit 21 Watt kommt das Gerät irgendwann an seine Grenzen, doch im Urlaub oder auch auf der Terrasse zu Hause beim Grillen machte der Eclipse immer eine richtig gute Figur auf den Tisch und konnte vor allem auch im niedrigen Lautstärkebereich wirklich punkten. Das bedeutet aber nicht, dass der Kleine nicht auch laut kann. Eine Akkuladung reicht für ca. 12 Stunden Musik hören, verbunden wird per Bluetooth und gesteuert wird über Smartphone oder am Gerät selbst. Bei knapp 50 Euro könnt ihr mit dem Eclipse kaum was falsch machen. Das waren sie, die Oki Gadgets für die schönste Zeit im Jahr. Und wenn auch ihr im Urlaub nicht auf ein bisschen Tech verzichten wollt, dann checkt doch gerne mal die Links in der Infobeschreibung aus. Da stehen die nämlich alle. Und dann sehen wir uns spätestens im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.